Das Pumpspeicherkraftwerk, ein großer Speicher, der Energie in Form von Wasser speichert. Der Aufbau des Pumpspeicherkraftwerks sieht auf den ersten Blick recht einfach aus. Er besteht aus einem Oberbecken, das über einen Druckschacht mit der Kaverne verbunden ist. Die Kaverne, das Kraftwerk, liegt ca. 600 Meter tiefer unter dem Oberbecken. Die Kaverne besteht aus einer Schieber- und einer Maschinenkaverne. In der Schieberkaverne stehen die sogenannten Schieber. Sie funktionieren wie riesige Ventile. In der Maschinenkaverne stehen die Turbinen, Generatoren und die Pumpen. Von hier aus gelangt das Wasser durch einen Stollen in das Unterbecken. Wird Strom benötigt, zum Beispiel an bewölkten, windstillen Tagen, an denen Windkraft und Solaranlagen nicht ausreichend Strom produzieren können, wird die Anlage in den Turbinenbetrieb geschalten. Die Schieber in der Schieberkaverne öffnen sich zu den Turbinen und das Wasser aus dem Oberbecken gelangt somit durch den Druckschacht zur Turbine. Diese besteht aus einer Turbinenspirale, an der sogenannte Leitschaufeln angebracht sind, und aus einem Laufrad. Die Leitschaufeln regulieren den Wasserdurchfluss. Je mehr Wasser auf die Schaufeln treffen, desto größer ist die Leistungsaufnahme. Das Laufrad wird von dem Wasserdruck angetrieben und treibt den Generator an. Der Rotor, der mit dem Elektrospulen versehen ist, dreht sich in einem feststehenden Stator. Das so entstehende rotierende Magnetfeld erzeugt im Stator den eigentlichen Strom. Nachdem das Wasser die Turbine passiert hat, gelangt es in das Unterbecken und wird dort gespeichert. Ist genug Strom vorhanden, an sonnigen Sommertagen zum Beispiel, dann wird die überschüssige Energie aus dem Stromnetz für den Pumpbetrieb verwendet, um das Wasser aus dem Unterbecken wieder in das Oberbecken zu pumpen. Dabei sind die Schieber zu den Turbinen geschlossen und die Schieber zu den Pumpen hin geöffnet. Der Generator, der den Strom erzeugt, ist gleichzeitig auch der Motor für die Pumpe. Durch eine Kupplung kann schnell zwischen Turbinenbetrieb und Pumpbetrieb gewechselt werden. Diese Art der Energiespeicherung ist mit 80% eine der effizientesten Arten, Energie zu speichern.